Liebe Geschwister, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen im Namen meines Heilandes Jesu Christi. Und ich freue mich, dass wir uns entschlossen haben, heute diesen Gottesdienst hier zu sein und vielleicht auch weiterhin noch etliche von euch da bleiben, dass wir in das neue Jahr zusammen im Gebet vor Gott treten und das neue Jahr begegnen, wenn Gott es will. Ich lese uns ein Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28. Wahrscheinlich wisst ihr schon, um was es geht. Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28. Viele kennen das auswendig. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Apostel Paulus übergibt oder schreibt hier eine Überzeugung, seine Überzeugung, und er nimmt auch etlichen damit noch mit und sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und ich wollte heute uns aufmerksam machen auf diese paar Worte, alle Dinge zum Besten dienen. Wie hat es Apostel Paulus gemeint? Alle Dinge. Wir schauen dieses kurze Jahr zurück. Das sind 12 Monate, 365 Tage. Und in diesen Tagen ist so viel passiert. Ich bin überzeugt, bei jedem von euch, auch bei mir in meinem Leben und bei euch auch. Sind so viele Dinge passiert, wo wir auf uns gefreut haben, wo es wirklich uns gut getan hat. Auch viele Dinge, die nicht so erfreulich waren, wo wir vielleicht enttäuscht waren, wo wir vielleicht auch so manchmal uns zurücksetzen müssten und anhalten und denken und sagen, ja, da habe ich versagt. Aber die Dinge waren da. Das ist geschehen. Man kann es nicht ungeschehen machen. Die Zeit ist weg. Das ist geschehen und ist da. Hat man ein unnütziges Wort gesagt? Es ist weg, es ist da. Und er ist weitergegangen. Er hat eine Wirkung erbracht, es hat eine Wirkung gemacht im Menschen oder vielleicht in deinem eigenen Herzen, in deinem Leben. Du hast eine Tat vollbracht. Aber hier sagt Apostel Paulus, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben. Erstens will ich betonen, alle Dinge in unserem Leben werden uns zum Besten oder sind uns zum Besten von Gott gegeben, wenn wir Gott lieben. Eine Frage an uns alle. Lieben wir Gott? Dann müssen wir wissen, dass alle Dinge in deinem und meinem Leben dienen mir zum Besten, weil ich Gott liebe. Es steht nicht die Frage, habe ich das verstanden oder habe ich das nicht verstanden? Es dient mir zum Dienen, das muss ich wissen. Es ist eine Kopfsache. Das Wissen befindet sich da im Hinterkopf irgendwo unter diese Schale da. Und das müssen wir wissen. Und heute sagt es uns Gott nochmal durch dein Wort. Wir glauben ja, das ist dann das Wort Gottes, ist nicht? Ja, es ist schon eine interessante Sache. Wissen und wirklich überzeugt sein. Wisst ihr, ich meine, dass Gott, wir haben von Gott schon heute so gehört, vom ersten Bruder, dass Gott uns lieb hat. Und die Schrift sagt uns, dass die Liebe befindet sich nicht in dem oder ist nicht das, weil wir, dass wir Gott lieben, sondern dass er uns zuvor geliebt hat. Und Gott in seiner Liebe ist treu.
Die Menschen haben es so am Ende des Jahres oder am Anfang des neuen Jahres, machen sie so Debütbilanz, glaube ich, heißt es irgendwo in der Buchhaltungswelt oder noch irgendwie. Die machen so Revisionen, sie prüfen alles, ob es auch alles stimmt in ihrer Kasse, in ihrem Geschäft. Und sie müssen eine Rechenschaft abgeben. Auch wir müssen als Christen, müssen in unserem Leben als, vielmehr als Jünger, denn wir haben ja nicht längst eine Predigt gehört, wo der Bruder uns klar und deutlich gemacht hat, dass wir nicht nur Christen sind, sondern dass wir Jünger Christi sein sollen, dass wir eine persönliche Beziehung mit dem Herrn Jesus haben sollen, dass er in uns leben soll. Durch seinen Geist, durch seinen guten Heiligen Geist. Und es ist so, dass wir heute auch so in unser Leben vielleicht so manche eine oder andere zurückschauen wird, oder auch dieses Wort wird uns vielleicht anleiten, dass wir zurückschauen in unser Leben. Stimmt das in meinem Leben? Wisst ihr, Gott vertrauen, das ist eine Sache, dieses Wissen, das kommt ja nicht von ungefähr. Gott vertrauen, es ist eine Sache, die aus der Seele kommt, oder auch das Wissen, dass Gott so ist, wie er ist, dass er uns liebt und dass er so treu ist zu uns, es ist eine Sache, wo wir persönlich mit dem Herrn Jesus, durch den Herrn Jesus auch Gott kennengelernt haben und dass wir persönliche Beziehung zu Gott haben, und dann wissen wir. Es ist so, dass viele Menschen denken, dass obwohl wir auch wissen oder auch sagen, dass wir glauben, dass Gott alle Umstände in meinem und deinem Leben in der Hand hat und lenkt. Wir sagen ja, wir glauben ja das, oder Geschwister? Ich auch. Wisst ihr, aber oft tun wir so, als ob Menschen schuldig sind in dem anderen oder diesem oder anderen Umständen. In unserem Leben passiert manchmal was und dann beschuldigen wir plötzlich jemanden und sagen, ah, hätte er das nur nicht gemacht. Warum ist das passiert in deinem und meinem Leben? Oder warum ist das passiert? Wir erlauben uns in Bezug auf die Umstände eine gewisse oder eine große Freiheit sogar. Wir glauben oftmals nicht, dass Gott sie lenkt. Obwohl wir es auch sagen. Wir begegnen den Dingen, die geschehen sind in unserem Leben, als ob sie von den Menschen verursacht worden sind oder eingerichtet worden wären. Ich meine, ich will heute um die Treue oder an die Treue sprechen, über die Treue sprechen. Ich wollte uns einfach den Gedanken so mitgeben, dass der Herr einmal auch seinen Jüngern gegeben hat und hat gesagt, ihr werdet gleich den Knechten, die erwarten die Rückkehr ihres Herrn, der von der Hochzeit kommt. Und da hat er einigen das oder jenes anvertraut, ich sage es mit meinen eigenen Worten. Er hat denen einem 10 Talente gegeben, einem die andere Aufgabe, den dritten noch eine andere Aufgabe, und einem hat er aufgestellt oder hingestellt, dass er seinen Dienern oder den Knechten rechtzeitig die verordnete Speise ausgibt. Zur rechten Zeit. Und dann später sagt der Herr, selig ist der Mann oder der Knecht, denn sein Herr, wenn er kommt, so finden wird, so tun, wie es ihm verordnet ist. Das heißt, selig ist der Mensch, der Knecht, der treu gewesen ist in dem, was dem Herr ihm anbefohlen hat und gegeben hat, und hat es getan, nachdem wie der Herr es wollte.
nicht nur gesagt, nicht nur verstanden oder aufgenommen, sondern er hat es auch getan in seinem Leben. Der Herr ist sehr treu. Wenn wir von der Treue sprechen, ich habe so ein bisschen nachrecherchiert oder nachgeschaut, die Treue, über das Wort treu, befindet sich im Neuen Testament 36 Mal oder vielleicht zwei mehr oder zwei weniger. Ich habe so kurz nachgezählt, was ich konnte. Im Alten Testament sind es 56 Mal. Ja? Das Wort Treue, nicht treu, sondern Treue, ist 85 Mal in der Bibel. Und Treubruch, das ist, wenn man die Treue nicht einhält, wenn man die Treue bricht. Es ist nur 5-mal erwähnt in der Heiligen Schrift. Aber das alles ist wichtig für uns Menschen und besonders für uns, die wir Nachfolger, die wir Jünger sind, unseres Herrn Jesus. Was ist eigentlich Treue? Wir haben von der Liebe gehört, Bruder hat uns erklärt, wie Gott uns liebt, von seiner Güte, Barmherzigkeit, von seiner Geduld, von allem dem, was wir haben, das ist ja die Gütigkeit. Ja, das ist Gott so gut zu uns, dass er uns das schenkt. Jeden Tag gibt er uns aufs Neue. Aber was ist treu? Was ist die Treue? Das Deutsche Wörterbuch sagt es ganz, für mich ist es nicht ausreichend gewesen. Treu heißt beständig seine Gesinnung, seinen Ansichten beständig sein bleiben, nicht ändern. Verlässlich, auf den ist Verlass, man kann sich auf ihn verlassen. Anhänglich, wenn einer dem anderen so anhängt. Manche reden heute in der Welt über die Hunde, das ist ein Hund, der ist so anhänglich, er weicht nicht von mir weg. Ja? Natürlich, es sind auch Kinder anhänglich, es können auch Menschen sein, die anhänglich sind. Kinder zu ihrem Vater oder Mutter, zu ihren Eltern, die sind anhänglich. Wenn sie sie lieben, wenn sie wirklich sie von ganzem Herzen lieben, dann sind sie anhänglich. Die werden nie weichen von denen und die werden auch gehorsam sein. Und die Treue natürlich auch in der Ehe ist erwähnt worden. Die Bibel sagt ein bisschen mehr. Treu kommt irgendwie vom Trauen. Vertrauen, ja, das sind alles verwandte Wörter, die zusammengehören. Wer sich als vertrauenswürdig erweist und zuverlässig ist, den kann man als treu benennen. Der ist treu. Wer sich als zuverlässig und ja, vertrauenswürdig erweist in seinem Leben, in der Tat, der ist treu. Das Alte Testament spricht von der Treue, vor allem im Handel, von dem Handeln Gottes. Seine Treue hat er erwiesen, unerschütterlich zu seinem Volk stand und steht. Er hat sein Volk erwählt, er hat es aus der Sklaverei geführt. Er hat einen Bund mit ihm geschlossen, mit seinem Volk, Israel meine ich jetzt, Bund gehalten durch und durchgehalten, trotzdem, dass das Volk abtrünnig oder untreu geworden ist, hat Gott seinen Bund doch mit ihm gehalten. Das können wir alles im Alten Testament nachlesen. 5. Buch Mose, Kapitel 7 bis 9 Verse. Und da steht es geschrieben im 9. Vers. So erkenne nun, dass der Herr, dein Gott, der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren, auf 1000 Generationen, sagt eine Übersetzung. Habt ihr mitgekriegt? Aus Liebe erwählt, ein Bund geschlossen und die Treue geschworen und die Treue gehalten, hat er gehalten, sogar dann, wo das Volk untreu gewesen ist.
Das ist merkwürdig, das ist wirklich auffallend. Das ist nicht uns Menschen irgendwie ähnlich, sieht es nicht ähnlich. Wenn uns einer untreu ist, nehmen wir es in die Welt, nehmen wir es in die Familien, auch bei den Christen passiert oftmals, dass sowas passiert, wo wir versagen als Menschen, dann ist es ganz schwierig, die Familie zusammenzuhalten. Dann ist es ganz schwierig, wieder zueinander zu finden, zueinander zu stehen. Und es wird sogar gesagt, wenn das Vertrauen einmal kaputt gemacht ist, wenn man einmal untreu geworden ist, dann ist die Freundschaft kaputt, dann ist die Familie kaputt, dann sind es auf die Arbeit in Problemen und viele, viele andere Dinge. Die Treue Gottes, die hat noch ein anderes Merkmal. Im 5. Buch Mose, Kapitel 32, Vers 4 lesen wir: Er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Hier wird das konkrete Handeln Gottes bezeugt oder beschrieben und damit auch gemeint, dass Gott von dem, was er einmal gesagt hat, oder von seiner Treue, von seiner Liebe nicht lässt. Er hält fest daran. Er ist ein Fels. Habt ihr schon Felsen gesehen, Kinder? Erwachsene auch, bestimmt. Diese Felsen, die auf Erden wir sehen, die bröckeln manchmal. Das sind Einflüsse der Natur, der Wasser, Hitze, Regen und Kälte und Frost und alles Mögliche. Die Felsen werden vielleicht kleiner, die bröckeln und fallen auch manche runter. Aber dieser Fels, wo hier die Treue Gottes oder unser Gott beschrieben wird oder verglichen wird, dieser Fels geht nicht kaputt. Er wandelt sich nicht. Er bebt nicht und wackelt nicht, wenn die ganze Erde bebt. Wenn alles kaputt gehen wird, wird dieser Fels immer noch bestehen. Und ich sage es von mir aus, und selig ist der, der auf diesen Fels steht und gegründet ist. Wir können es auch auf die Schrift lesen. Dieser Gott sagt zu seinem Volk im Psalm durch einen Psalmschreiber, im Psalm 89, Vers 34, sagt er, da geht es um das, dass wenn die Söhne falsche Wege gehen werden von diesem Volk, vom Volk von Nachkommen Davids, wenn sie auch falsch handeln werden, wenn sie Sünde begehen werden, sagen wir einfach frei, dann sagt Gott, ich werde sie bestrafen. Ich werde sie züchtigen. Ich werde sie versuchen, wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Aber er sagt im Psalm 89, Vers 34, aber meine Gnade will ich ihm nicht entziehen und meine Treue nicht leugnen. Ist das nicht wunderbar? So einen Gott haben wir zum Vater, ihr Lieben. Ich meine, das ist wirklich großartig, so einen Gott zu haben und an diesen Gott oder diesen Gott zu glauben. Doch das Problem liegt meistens an uns, Menschen, dass wir doch irgendwie, ja, vielleicht unserem Verstand, vielleicht unseren Gewohnheiten, unseren Tugenden mehr schenken oder Vertrauen schenken als dem, was wir im Worte Gottes lesen. Es ist doch so, dass es natürlich ist es schwierig, auch für einen Christen, nicht immer leicht, wenn plötzlich in deinem Leben irgendwas auftritt, womit du nicht gerechnet hast. Einfache Beispiele. Vielleicht sind es ganz schlechte oder schwache Beispiele, aber einfach. Aus unserem alltäglichen Leben. Ich bin froh und munter aufgewacht. Ich habe gebetet. Ich bin zur Arbeit gefahren, habe mich mit meiner Familie verabschiedet, die schon wach war, mit meiner Frau. Und frühmorgens fahre ich raus. Fahre auf die Autobahn, gebe Gas. Die Straße ist voll, einfach so.
auf der rechten Spur fahren. Viele Lastwagen, alle wollen zur Arbeit. Ich habe sogar Radio angeschaltet, höre da ein schönes Lied oder einen Anstoß zu dem Auftakt des Tages, so ein geistliches Wort heißt es, aber oftmals ist es kein geistliches Wort. Und jetzt fahre ich, gebe Gas auf den Berg hoch, überhole auf die linke Spur, plötzlich bremst einer von mir im vollen Ton. Meine Reaktion, ich bin aufgeregt. Ich tappe auf die Bremse, alles geht hoch und in Gedanken schimpfe ich schon, vielleicht manchmal sogar, vielleicht auch laut. Ich rede jetzt von mir und ich meine, ich weiß, dass etlichen von euch das Gleiche erleben und oftmals. Ich bin mal gefahren, die Straße war gar nicht voll. Ich fahre auf die mittlere Spur und plötzlich, wo ich schon beim Überholen war, schert ein Lastwagen, ohne zu blinken, raus. Meine Reaktion. Ihr könnt mich verstehen, um was es geht. Alle Dinge, sind das wirklich alle Dinge? Das ist ja ein Ding. Kann es zum Guten dienen? Schwierig zu sagen. Für mich war es kein guter Anfang in den Tag. Ja, ich kam zur Arbeit, bin ein bisschen aufgeregt, natürlich, es war nicht gut. Natürlich habe ich später bei Gott um Vergebung gebeten. Ich habe gesagt, Herr, ich habe versagt. Es ist vielleicht eine Kleinigkeit, aber wie oft treffen solche Kleinigkeiten uns im vergangenen Jahr getroffen haben? Ich kann mich noch gut erinnern aus meinem und meiner Frau ein Leben, aus unserer Familie. Ich weiß, oder ich bin überzeugt, sie wird mir nicht böse. Wir haben ein Kind erwartet, das 9. Kind. Und wir haben uns so gefreut. Da kam der Tag, wo wir zur Untersuchung mussten. Und wisst ihr, die Ärztin war wahrscheinlich auch eine Gläubige. Die hat gesagt, man muss eine Voruntersuchung machen. Das Kind könnte behindert kommen. Wir haben voll im Vertrauen auf den Herrn. Weil wir haben gebetet auch für dieses Kind. Wir haben gesagt, Herr, so wie es kommt, wollen wir es annehmen, aufnehmen. Das ist unser Kind. Wir haben es auch die Ärztin gesagt, wir wollen keine Untersuchung. Wir nehmen das Kind auf, so wie es ist. Und voller Freude waren wir dabei. Das Kind kam und es war behindert. Unsere Reaktion, ich kann mich noch gut erinnern. Es war nicht einfach, dem Herrn zu danken. Das Erste, was kam, Herr, warum? Herr, wieso? Habe ich gesündigt? Bin ich wirklich so schlimmer Mensch, dass du mich bestrafst? Wisst ihr, das war wirklich für uns eine schwierige Zeit. Später natürlich hat der Herr uns viel Freude durch dieses Kind geschenkt. Und wir haben noch 5 Jahre auf ein Kind gewartet. Und es kam und ich war überzeugt, es wird ein gesundes Kind. Mein Glaube war so groß, ich habe meine Frau getröstet und habe gesagt, Lili, wir wollen uns freuen. Und es kam wieder, ein krankes Kind. Ich fragte nicht mehr, warum. Ich habe gebetet, dass der Herr mir Kraft schenkt und meine Frau, das zu überstehen und das zu nehmen. Es ist aus eigenem Leben, Geschwister. Ich weiß nicht, wie könnt ihr das begreifen oder mitfühlen, aber das ist so, dass der Herr uns oftmals unsere Treue, unseren Dienst, unsere Arbeit einfach auf Probe stellt, einfach eine Prüfung auflegt. So unerwartet und manchmal sogar plötzlich. Ich kenne noch ein Beispiel, ich habe noch ein paar Minuten Zeit, ich denke, ihr erlaubt mir das nochmal zu sagen. Eine junge Schwester, die hat Führerschein gemacht. Sie hat alles gelernt, sie wusste alles und der Lehrer hat gemeint, ja, du fährst doch nicht schlecht, wir wollen die Prüfung machen. Aber sie hatte Angst vor Prüfungen und wo der Prüfer in das Auto gestiegen ist, sie war so aufgeregt, dass sie nicht mehr fahren konnte. Und sie hat 2 oder 3 Mal, ich weiß nicht wie viel Mal, hat sie die Prüfung nicht bestanden.
Der Lehrer war ein guter Mensch. Er hat gesehen und hat gewusst, dass der das kann. Wisst ihr, was sie gemacht haben? Und ich meine, glaube ich, der Bruder noch von dieser Schwester hat mit dem Lehrer gesprochen. Die haben es so gemacht, dass wo die Zeit oder der Tag der Prüfung kam, ist sie einfach mit dem Prüfer, mit dem Lehrer weggefahren und er hat gesagt, komm, wir müssen einen Mann abholen. Wir haben den Mann abgeholt, mit dem Mann wurde auch gesprochen, er war vorbereitet, er hat keine Papiere so groß vor sich, ist hinten eingestiegen, sie haben ihn abgeholt und sind weitergefahren. Und sie ist ganz normal gefahren. Sie hat die Prüfung bestanden, weil sie nicht wusste, dass es jetzt eine Prüfung ist. Ja, wir Menschen sind manchmal schlau, ja? Gott aber liebt uns. Und wir lieben ja ihn. Und wisst ihr, was er macht? Er kündigt nicht die Prüfung an. Er will wissen, was wir genau wollen und was wir können. Und er will, dass wir immer in diese Übung, in diese Zeit wachsen, immer stärker werden, immer überzeugter, dass unsere Treue zu ihm wirklich nicht auf Sand gebaut, sondern auf dem Felsen steht. Und deshalb passiert jeden Tag irgendwas. Vielleicht eine Kleinigkeit, wo wir bestehen müssen. Kommt irgendwas von diesen allen Dingen, kommt ein Ding auf uns zu, wo wir die Prüfung bestehen müssen. Wir müssen, wollen dem Herrn, oder wir sollen dem Herrn zeigen, wie weit wir uns entwickelt haben. Kinder, ihr kennt ja die Prüfungen auch, ja? Die älteren Kinder auch, die Geschwister kennen das. In unserem Leben sind viele Prüfungen. Aber auch Gott will, dass wir so manche Prüfung bestehen. Warum? Das ist eine andere Frage. Aber wir müssen fest glauben. Und ich meine jetzt, hier sind wir in dieser Stelle. Die Treue kommt aus dem Glauben. Wenn wir glauben, fangen wir an, mit dieser Sache, die wir glauben, oder mit dem Primat, mit dieser Sache uns zu beschäftigen. Und wenn wir Gott glauben, treten wir mit Gott in Kontakt. Wenn wir den Herrn Jesus kennenlernen wollen oder kennengelernt haben, dann sind wir mit ihm im gewissen Kontakt. Wir sind Jünger. Wir haben eine gewisse Beziehung miteinander. Und die Schrift sagt ja, die Aposteln schreiben, ich glaube Apostel Petrus oder auch Paulus schreiben, erwähnen es, dass wir überziehen müssen, diese Sterbliche mit der Unsterblichkeit. Wir müssen dem Herrn ähnlicher werden. Das ist unsere Aufgabe hier im Leben. Und dafür hat Gott uns einen Lebensraum geschenkt auf Erden. Wie viele Jahre, jenem persönlich unterschiedlich, ich weiß es nicht. Die Schrift sagt von 70, 80 Jahren, vielleicht auch 90 mancher. Und dann ist Schluss. Dann kommt die Prüfung, die größte Prüfung, ob ich in das Reich Gottes darf oder nicht. Ob ich da leben werde können oder nicht. Ob ich gelernt habe, hier mit Gott, bei Gott zu leben oder nicht. Das ist sehr ernst. Die unwandelbare Treue Gottes, die ist uns vor Augen durch die Schrift, auch durch das Leben unseres Herrn Jesu Christi hier auf Erden gegeben. Seine Treue gehört zu seinem Wesen. Gott ist treu. Gott ist ein Gott der Treue. Und er wandelt sich nicht. Und die andere Stelle sagt, und sogar ein Schatten des Wandels ist nicht in ihm. Und der Herr Jesus, in der Treue seines Sohnes hat er uns sich offenbart, Gott. In dem Herrn Jesus, dass der Herr Jesus wurde ein treuer Hohepriester vor Gott, um die Sünde des Volkes zu sühnen. Können wir lesen in Hebräerbrief Kapitel 2, Vers 17. Und ich meine, es ist billig und gut und recht sogar, wenn wir als Christen, als seine Jünger, als Jünger unseres Herrn Jesus, diese Treue widerspiegeln in unserem Leben. Auf dem Arbeitsplatz, in der Schule, unterwegs, in der Gemeinde, auch zu Hause.
Gott erwartet es von uns und der Herr Jesus wird sich bestimmt freuen, wenn wir von ihm das lernen und gelernt haben und dass wir dann im Leben es auch anwenden. Dass wir es beweisen in praktischen Dingen, dass wir doch Jünger sind, die Treue bewahren können und treu sind. Wisst ihr, um die Treue und die Freude treu zu sein und zu bleiben, die kann ganz schnell von dem Feind kaputt gemacht werden. Er schickt auch so manche oder legt so manchen Stein auf dem Wege. Aber hier haben wir ganz anders gelesen. Wir sind ganz schnell beschuldigen, ah, das war der da, das war der Nachbar da war so, oder die Kollegin, der Kollege, oder auch der Feind. Stimmt's? Oftmals sagen wir, Satan ist schuld, er hat mich verführt. Ja, er verführt. Aber wenn wir treu sind, wenn wir Treue gelernt haben, Treue kann man lernen, von klein auf. Ja, Kinder, das kann man lernen, in die Familie, das kann man in die Freundschaft lernen, das kann man in die Öffentlichkeit, öffentlichem Leben. Es kommt überall auf die Treue an. Wenn du bei deinem Freund was ausgeliehen hast, Felix, was sollst du tun, wenn du ausgeliehen hast? Unerwartet, ja, ist nicht bereit. Steven, was machst du? Du hast jetzt eine Schachtel Schreibkugel oder Kugelschreiber ausgeliehen. Was musst du tun? Wieder zurückgeben, richtig. Kleinigkeit, bei Kleinigkeit fängt die Treue. Es gibt ein Lied, glaube ich sogar. Treue fängt schon im Kleinen an. Und wir können das üben, unseren Kindern beibringen, wir können es selber leben, wir können es auch aus der Bibel leben. Wir können es einfach praktizieren in unserem Leben. Es sind Kleinigkeiten. Aber alle Dinge haben wir gelesen, und Apostel Paulus unterschreibt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Jetzt haben wir eine Aufgabe für uns alle. Wir haben noch ein paar Minuten, ein paar Stunden Zeit bis zum Neujahr. Einfach sich selber zu prüfen, wo habe ich versagt? Wie viel Mal war ich untreu meinem Herrn? Wisst ihr? Und ich habe auch so nachgedacht, mir kommen so etliche Dinge ran. Es war eine ältere Frau im Altersheim, Helena, wie hat sie geheißen? Lena, ich habe sie ein paar Mal vermeldet, für sie zu beten. Und wisst ihr, wo sie in die Ewigkeit ging? Vor einem Tag wollte ich noch, ich habe diesen Wunsch oder diese Bewegung im Herzen gehabt, sie zu besuchen. Aber wir haben es nicht geschafft, wir haben es nicht getan. Und dann, wo wir hinfahren wollten, haben wir erfahren, sie ist schon verschieden. Sie ist gestorben. Wisst ihr, ich habe mich wirklich beschuldigt und vor Gott auch gebetet, dass er mir vergibt, dass ich nicht genug Acht gegeben habe, dass ich nicht treu gewesen bin und vielleicht meine eigenen Dinge, die damals in dieser Zeit zu tun waren, höher gestellt habe, als das, dass sie die Frau zu besuchen und mit ihr vielleicht nochmal beten oder nochmal über Jesus sprechen. Vor kurzem, ein nicht aufgepasst, ein schnelles Wort gesagt und der Frieden war auch kaputt. Man musste wieder vor Gott kommen und sagen, Herr, ich habe versagt. Wisst ihr, das ist das Leben, das ist das, was der Herr, worüber uns dieses Wort lernt und sagt. Alle Dinge, wir müssen als Christen, als Jünger bereit sein, alle Dinge zu begegnen und wissen, alles was kommt, kommt von Gott. Er lässt es zu.
Natürlich, manches wird auch durch die Menschen gemacht, auch durch den Feind vielleicht auf den Weg geschoben, aber Gott lässt es zu, um zu prüfen meine Treue. Und jetzt am Ende des Jahres möchte ich uns einfach aufrufen. Die Zeit ist kurz. Und wir haben gesungen, meine Zeit steht in deine Händen, Herr. Und wisst ihr, es ist wirklich schön, wenn wir von ihm lernen. Wenn der Herr unser Meister ist, wenn der Herr Jesus unser Meister ist und wir seine Jünger, dann haben wir viel zu lernen. Und mein Wunsch wäre, dass wir im kommenden Jahr so viel wie möglich von ihm lernen. Und vor allem, dass wir lernen, treu zu sein. Dass wir wirklich Jünger sind, die nicht lassen, nicht nachlassen, welchen das Wort ihres Herrn wichtig ist und die dieses Wort hören und bewahren. Da steht es geschrieben. Das hat der Herr Jesus selber gesagt. Deshalb ist es wichtig, dass wir immer diese Treue auch im Kleinen schon anfangen zu üben, im Wort Gottes, im ständigen Gebet oder im Gebet zu Hause und im alltäglichen Leben. Wisst ihr, ein Zeugnis kann ein gutes Zeugnis sein, wäre aber ich auf der Arbeit meinen Kollegen einmal nicht mein Wort halte oder einmal Unwahrheit sage, wird er mein Zeugnis von dem Herrn Jesus aufnehmen? Nein. Er wird mit dem Kopf schütteln und sagen, das soll ein Christ sein. Er lügt ja. Er sagt ja die Unwahrheit. Wisst ihr, so ist es. Wenn ich irgendwas genommen habe und nicht zurückgegeben habe, ist kein schlechtes Zeugnis. Ich kann nochmal in die Stadt gehen und 10-mal da stehen, aber wenn mein Leben, mein persönliches Leben nicht funktioniert oder nicht dem Worte Gottes entspricht, dann wird es schwierig sein, jemanden zu überzeugen, zu Jesus zu kommen. Deshalb ist es gut und schön und recht, dass wir heute uns zu überprüfen, dass wir heute noch in dieser Zeit einfach eine Bilanz unterziehen in meinem, deinem Leben. Jeder tut das selber. Und einfach zum Herrn kommen. Petrus ist ein guter Beispiel. Er hat gesagt, Herr, wie viel Mal soll ich meinem Bruder verzeihen? Er wird vielleicht schmunzeln darüber, aber was hat es mit der Treue zu tun? Er wollte es einfach wissen. Im Gesetz stand es so. Und was sagst du, Meister? Und der Meister hat ihm gesagt, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7. Das heißt unendlich. Ich weiß nicht, ob er das gelernt hat oder dass er praktiziert hat, ob er so viel verzeihen müsste in seinem Leben. Vielleicht auch nicht, weil er so schöne Brüder gehabt hat. Aber er hat es gewusst. Der Herr selber hat ihm das gesagt. Es gibt in der Bibel viele Beispiele, wo die Treue bewiesen ist. Wir können Daniel nehmen. Wir können die 3 Jünger nehmen, die in den Ofen geworfen worden sind, wo sie vor die Prüfung gestellt worden sind. Und ihnen wurde ganz klar und deutlich gesagt, entweder ihr fällt nieder und betet diesen Götzen an, dieses Bild, oder ihr werdet in den Ofen geschmissen. Was haben sie geantwortet? Herr König, du sollst es wissen. Unser Gott kann uns retten aus diesem Ofen, auch aus deiner Hand. Aber wenn er es nicht will, dann soll es so geschehen. Ich sage es mit meinem eigenen Wort. Aber sie wussten es, genauso. Wir wissen aber, alle Dinge dienen uns zum Besten, wenn wir Gott lieben. Jetzt haben wir es gelernt. Möge Gott uns segnen im Nachdenken, auch in dem kommenden Jahr, auch in den Ausklang dieses Jahres. Wir wollen jetzt ins Gebet gehen. Und ich will schließen mit einem einer Aussage von einem Mann Gottes, der hat gesagt,
Es handelt sich nicht darum, dass wir für Gott arbeiten. Wir stützen ein bisschen was. Es handelt sich nicht, dass wir für Gott arbeiten, sondern dass wir ihm so treu sind, dass er seine Arbeit durch uns tun kann. Wisst ihr, wir Menschen sind manchmal oder werden verleitet, so ein bisschen sich aufzupusten und sagen, ja, ich bin ja was, ich kann ja was, ich mache ja was, ich singe im Chor, ich predige hier sogar, ja, ich kann ja. Und wir werden so ein bisschen größer als unsere Geschwister, die da unten sitzen, weil stehen ja hier oben auch, die Prediger meine ich auch. Und wisst ihr, der Feind schläft ja nicht und wir werden auch, Gott lässt es zu, dass wir diese Prüfung durchmachen müssen. Und es hängt von meinem Verhältnis zu meinem Herrn, wie ich diese Prüfung bestehe. Und es ist gut, wenn es wirklich von ganzem Herzen in Wahrheit geschieht, dass wir auch so treu sind, dass Gott durch uns die Arbeit, die er für uns tut oder für die Menschheit tut, für uns alle in der Gemeinde, dass er diese Arbeit für uns, durch uns machen kann. Dass mein Egoismus, dass mein Ich nicht größer wird, sondern dass er immer kleiner wird. Und dass der Herr Jesus, mein Heiland, der geboren ist in der Krippe, er ist ganz klein gekommen auf Erden, wir haben es vor kurzem gefeiert, dass er dort Platz hat, und immer größer sein kann und wachsen kann, bis er zu seiner volle Größe aufwachsen kann in meinem Leben. Und Apostel Paulus sagt so gute Worte, die gefallen mir sehr gut, aber ich bin noch weit davon. Er sagt nicht nur nicht ich, sondern lebt in mir der Herr, Jesus Christus. Jesus lebt in mir. Es ist mein Wunsch, ein Wunsch für euch alle und für mich, dass der Herr Jesus hier am Ort in den Gemeindemitgliedern wohnt und lebt, dass er hier wirklich ein Zuhause hat, dass er hier wachsen kann, dass sein Name verherrlicht sein kann und dass seine Arbeit, dass er die Arbeit tun kann, die er für uns vorgesehen hat, durch uns. Ihm sei Dank, Preis, Lob und Anbetung. Amen.